Die Wettershow. Wir haben heute den 1. Juli und wir erwarten uns ganz viel Sonnenschein, aber wir allein können das ja nicht immer beeinflussen. Wir haben folgende Wettercamps für Sie vorbereitet. Und da haben wir wunderschöne Bilder aus der Wildschönau. Ja, herrlich. Da war es noch sonnig oder ist es sonnig, lieber Edi? Ja, ich glaube, es bleibt es so. Das ist ein schöner Morgen in der Wildschönau, muss ich ehrlich sagen. Das stimmt. Diese Live-Bilder sind großartig. Ich finde auch Laterns ebenfalls hier mit dabei von unserer Wettercamp. Auch hier ist man wirklich verleitet, vielleicht nach der Arbeit ein bisschen einen kleinen Spaziergang zu machen in der wunderschönen Natur. Lech ebenfalls zu sehen von unserer Wettercamp. Auch Lech ist hier eben mit dabei. Mein Gott, das ist auch wieder herrlich, oder? Ja. Wahnsinn. So idyllisch kann der Sommer sein in Österreich. Wir brauchen ihn auch unbedingt, die sommerlichen Temperaturen, auch natürlich für den ganzen Tourismus, gell, lieber Edi? Auf jeden Fall, wir sind überall dabei, im Winter mit Schnee, im Sommer mit wunderschönen Ausblicken, aber auch in den Städten sind wir. Machen wir es nicht genieren. Das ist richtig. Und in Wien sehen Sie auch gerade, und da ist es jetzt schon äußerst sonnig, wie man auch hier auf der Wettercam sieht. Also grandios, wir hoffen natürlich, dass es so bleibt und zu guter Letzt noch Tischen. Tischen auch mit dabei. Also diese sonnigen Bilder, die haben wir wirklich gern in aller Früh. Soweit der heutige Wetterüberblick von unseren Wettercamps. Wir blicken jetzt zur Großwetterlage nach Europa. Denn tiefer Luftdruck über dem Nordatlantik sorgt in Nord- und Westeuropa für unbeständiges Wetter mit Schauern. Auch das nördliche Zentraleuropa wird davon beeinflusst. Zwischen den Pyrenäen, Alpen und dem Balkan ist es gewittrig, teilweise mit Unwettergefahr. Sonst scheint im Süden oft die Sonne. Wie sieht das Ganze hier aus in Österreich? Auch da haben wir natürlich eine aktuelle Karte für Sie. Und der Vormittag, der bringt überall einige Sonnenstunden. Am Nachmittag scheint die Sonne dann nur noch teilweise. Über den Bergen entstehen immer mehr Quellwolken. Im gesamten Berg- und Hügelland kann es im Laufe des Tages Regenschauer und Gewitter geben. Die Temperaturen, die liegen generell bei um die 23 bis 32 Grad. Und wenn wir auf die Karte blicken, Edi, wir könnten Glück haben, gerade in Wien 29 Grad und keine Regenwolke. Aber schauen wir, ob das so bleibt. Ja. Denn im Westen auch 30 Grad, also unglaublich warme Temperaturen. Aber leider wird es dann auch ein kleines Sommergewitter geben. Also auch hier wird es zu regnen beginnen. Im Osten soll sollten wir wirklich heute mal verschont bleiben. 28 Grad hier, die wirklich heißen Sommerwerte, muss man wirklich sagen, passend zum 1. Juli, sehr brav, so haben wir das gern. Die nächsten 7 Tage im Westen für Sie eher unbeständig das Ganze, eher Sonntag dann wieder hier auf jeden Fall Grillwetter angesagt und Montag die neue Arbeitswoche startet, ebenfalls sehr schön. Und im Osten, da geht es auch sonnig weiter, nur Freitag ein bisschen nass könnte es da werden, sonst Samstag und Sonntag auch um die 25 Grad mit dabei.